Ja, herzlich willkommen zu Path of Exile. Ich habe dieses Video eben schon mal versucht und bin wie ein Lappen an einer Falle geweckt. Oh. Oh mein Gott! Also, wir haben heute einen perfekten Jubalab. Ein perfektes Jubalab-Layout. Kurz erstellen. Ein perfektes Jubalab-Layout, in dem wir zwei einfache Fights haben mit Izaro. I need more mana. Wir haben Argus in einem Silver-Key-Raum und wir haben in einem Silver-Door-Raum wie heißt die? Eine Curious Lockbox. Das ist eine Box, die gibt uns einen extra Treasure Key, wodurch wir im Endeffekt 5 Treasure Keys dastehen. Und das nach einem eigentlich relativ einfachen Run, den ich eben an den Fallen versaut habe. Und Font. Das bedeutet, wir werden im Bossfight später gecursed mit Elemental Weakness, Vulnerability und Temporal Chains. Was bedeutet, dass wir wesentlich mehr Schaden bekommen und langsamer sind. So, das Ganze können wir aber überbrücken, indem wir, wie ich jetzt hier gerade nicht zeigen kann, eine Quicksilver Flask benutzen, oder beziehungsweise ich benutze eine Quicksilver Flask dafür, welche Curse Immunity gibt, ups, für 6 Sekunden und zweimal benutzt werden kann. Dann wird 12 Sekunden Curse Immunity, was auch gegen die Fonts funktioniert, wodurch es ein reiner Face Roll ist, dieser Bossfight. In diesem Gebiet müssen wir nach oben. Da wird Argus drin sein und ein Silver Key. Und um dahin zu kommen, müssen wir uns immer links halten. Das sieht man, wer das nicht weiß, wenn wir von hier kommen und nach oben wollen, müssen wir es von hier sehen. Das heißt, das ist auf der linken Seite. Das ist relativ geradeaus, wobei das halt ein bisschen nach rechts und links abweichen kann. Wahrscheinlich diesmal nach links. Das heißt, wir müssen uns immer auf der linken Seite halten. Werden dann links durch eine Tür gehen, durch diese gleiche Tür später auch zurückkommen. Und dann quer rüber gehen und zur nächsten Tür kommen. So, das klingt natürlich ganz einfach und ist es auch. Ich könnte theoretisch auch zum Laufen meine andere Quicksilver reinnehmen, das ist glaube ich sinnvoller. Weil die wesentlich schneller ist, die hat extra Movement Speed und Reduced Charge used. Eine Arcane ist. Schreibt halt hier. So, und hier müsste jetzt gleich über uns. Genau da. Das Tor erscheinen. Hier sehen wir jetzt, hier oben ist ein Silver Key und auf der Karte, die ich links eingeblendet, also die ich auf zwei Bildschirm habe, ist auch noch Argus mit eingeblendet. Das ist hier jetzt nicht. Okay, wir haben anderes Layout als eben. Damit ich aber jetzt kein großes Problem habe, weil das Layout eben übel scheiße war. Aber wir müssen. Was scheiße, wir müssen hier. Aber ich hasse die Rumors. Ich bin eben richtig, da meine Rumors verreckt. Und die Tür ist immer noch zu, das können wir auf der Karte sehen. Das heißt, hier ist auch noch ein Hebel.
großer Freund von Blink, weil der in. Er ist im Labyrinth. Meiner Meinung nach der sinnvollste Movement Spell ist. Weil er einerseits relativ schnell ist, wenn man ihn mit Projectile Speed kombiniert. Und weil er sehr genau ist. Der einzige Nachteil ist halt, dass er einen Moment braucht, bis er triggert. Was halt Flame Dash zum Beispiel nicht hat. Aber trotzdem bevorzuge ich denke mal. So, hier haben wir unseren Argus-Raum. Und so. Hier das ist natürlich immer bildabhängig, aber ich zünde ganz gerne bis zu 20 Blade Vortex. Mach dann Wild Clarity an. Zünde jetzt die Onslaught Flask und Blink Arrow genau in den Bein. Zünde dann meine beiden Mitigation Flasks und gleich enraged er jetzt. Dann zünde ich meine Waldisziplin an. So, also können wir ihn vollständig durchfestigen, ohne die Chance zu haben, getötet zu werden im Normalfall, wenn man das smart spielt. Denn die Mitigation Flasks reichen zusammen mit dem Lifesteal, um seine normalen Hits zu tanken. Und sobald er Blood Rage anmacht, ist er ja wesentlich schneller, weil er hat wesentlich mehr Schaden. Ist Waldisziplin die richtige Wahl. Heilen das nochmal nur, um was zu verrecken. Das wäre ziemlich dumm. Ich hatte eigentlich nicht vor, XP zu verlieren. Das ist jetzt schon gescheitert. Und eigentlich ist das an Fallensterben das Dümmste, was man machen kann, weil ich bin schon so viele Zauberruns gelaufen. Hierüber. Mal sehen, Challenges. 30 Zauber, also 30 Endgame-Labyrinth-Runs. Hab glaube ich 3 gefailed insgesamt. Entweder weil mein Char nicht bereit dafür war, so, und ich halt einfach ausprobiert habe, weil ich genug Keys hatte, oder weil ich dumm war. Und ich glaube einmal, weil mein Char nicht bereit war, und zweimal, weil ich dumm war. So, jetzt laufen wir. Ah, never mind. Das ist. Ah, das wusste ich nicht. Na gut, das können wir auch einmal machen. Oh, wie ging das? So, jetzt haben wir den deaktiviert. Das heißt, jetzt haben wir. Nein, das war Quatsch. Warte, so war das. Jetzt haben wir nämlich die zwei. Jetzt haben wir die beiden an. Jetzt sind. Ach, Leute, der auch. Habe ich gerade Quatsch gemacht? Out. Ah. Oh, wie heftig ich bin. So, aber hier ist wahrscheinlich nichts dran. So. Ja, weiß nicht. Diese Rätsel habe ich noch nicht so häufig gemacht. Die sind ein bisschen. Das hatte ich schon einmal. Und das ist meiner Meinung nach das zweitschwerste. Also es ist an sich einfach so, man muss halt ein bisschen rumprobieren, aber die anderen sind glaube ich noch einfacher. So, jetzt hier werde ich schon mal meine andere Quicksilver Flask reinnehmen, weil ich die gleich in den Bossfight brauche und damit die sich schon auflädt. Aha. Stopp, 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 stopp. Oh. Die Blink Arrow kann man, wenn man den Zögerung richtig timet, dann ist das eigentlich perfekt. So, wir müssen hier auf die rechte Seite. Das hat ein bisschen gefailt. In den meisten Fällen ist es so, dass der. Ach, ich bin dumm, ich habe meine Quicksilver gezündet. Warte, ich muss noch. Ich habe keine Lust, dann. Weil wir müssen auf jeden Fall warten, bis das zweite Portal spawnt. Damit er verschwindet. Und das kann länger als 6 Sekunden dauern. Und ich bin nicht gewillt, mich cursen zu lassen. Haben wir volle Charges? Ja. So.
Genau, die Falke will ich einfach schlucken, weil sich unser Energy Shield ja sowieso wieder auflädt. So, zack. Nehmen wir wieder Conk Effect. Ich war das Ganze mit einem Level 19er Blade Vortex, das heißt mit einem 21er wäre das purer Face Roy. So. Aber ich habe einen halt schon gebrickt, einen Blade Vortex, levelt jetzt gerade drei neue hoch. Um dann einen auf Level 21 zu malen, hoffe ich. So, jetzt machen wir den. Wir laufen einmal hinter ihm, weil er meist direkt am Anfang eine Attacke nach vorne macht. Das heißt, eigentlich wird das halt so hinter ihm. Ich kann mich schon vor den meisten bewahren. So. Zack, das die letzte. Hier werde ich jetzt nochmal die andere Flask benutzen, weil wir jetzt nochmal relativ weit müssen. Denn erstens, wir haben hier einen Goldraum, das heißt, wir müssen nochmal einen Goldkey holen. Danach haben wir ein Gebiet hier und darüber das, die Silver Door, zu der wir hin müssen, um uns unseren Free Trevor Key zu holen. So, dann gehen wir durch. Und sind auch schon da. Ich bin eigentlich ein großer Freund von diesen Räumen. Von den Gold Key Räumen. Oder, na, sagen wir kein großer Freund. Es gibt natürlich einfache Layouts als mit Gold Key. Aber der Gold Key ist halt, verspricht vor dem Gold Key ein kurzes Layout. Weil man halt einfach nur bis zur Gold Key hinlaufen muss und da meist sehr wenig Fallen auf dem Weg sind. Oh mein Gott. Hier jetzt sterben, ne? Dann können wir dafür reporten. Genau. Ich habe zu dem Gold Key hier habe ich mal ein Video gesehen, wo jemand das geskippt hat, weil hier gibt es drei Schalter. Und irgendwie hat er es geschafft zu skippen. Ich weiß nicht, ob die es rausgepatcht haben. Aber ich habe das jedenfalls nicht hinbekommen. Und das ist auch nur eine Sache von ein paar Sekunden. Da sind wir auch schon. Aber eigentlich ist es ja ein vollständig abgeschotteter Raum. Und er ist irgendwie von hier reingesprungen. Fand ich relativ interessant, aber das nicht duplizierbar scheint unwichtig. So. Was ein bisschen schade ist, da ist, dass der Silverraum, zu dem wir hin müssen, nicht auf dem Weg gibt. Nicht auf dem Weg liegt. Deutsch. Was bedeutet, dass wir in einen extra Raum müssen, der so aufgebaut ist wie ein Goldkey-Raum. Das heißt, der ist, ist ein runder Bereich, ein großer, wo wir einmal rumcirkeln müssen. Und dann einen kleinen Fallenparcours gewinnen müssen. Wenn der Silber-Door-Raum auf dem Weg liegt, wie zum Beispiel wenn jetzt hier zwei Gebiete wären und im zweiten ist ein Silber-Dingens, dann ist das kein extra Gebiet. Und dadurch ist die Silber-Door einfach da. Also sie ist mitten auf dem Weg quasi. So, und jetzt müssen wir hier nämlich einmal ganz außen rum. Entschuldigung. An sich sind das hier relativ einfache Layouts, aber man muss aufpassen, weil zum Beispiel hier jetzt, da ist es nicht, ah doch, hier, da kann man ganz schnell recken, weil da teilweise, wie man es da sieht, mal eben 5, 6 auf einmal kommen. Und die drücken dann doch ein bisschen Schaden. Vergiften und dann kommt am besten noch irgendwie Vulnerability oder sowas auf einen, dann hat man richtig Spaß. Aber sowas kann man halt, wie gesagt, einfach mit Blink skippen, das ist halt relativ entspannt. So, jetzt sind wir auch schon fast den Kreis durch. Kommen gleich hier oben bei der Silver Door an. Da, Silver Door. Genau, hier ist
ist jetzt die Locke da. Warte mal, ist das der Schalter schon? Reicht das? Nee. Da ist noch ein Schalter. Noch mehr Schalter? Hier ist noch ein Schalter. Ja, die Tür scheint offen. Ja. Zack, Jalaki. So, dann machen wir uns auf zum Boss. So. Beide Golems. Genau, wir haben hier jetzt dieses Beispiel, wir haben einen Raum oben, einen Raum unten und einen Raum gerade. Das heißt, das hier wird der Raum sein, wenn wir jetzt einfach straight nach oben gehen, wie ich das vorhin sein wollte. Ach ja, wir müssen... Nein, müssen wir noch gar nicht. Im nächsten Bereich, wenn man... Ach nein, fuck, Aspirants Try. Ich war dumm. Das bedeutet, wir müssen nochmal zurück. Denn ich war dämlich. Ich muss ja die andere Flaske benutzen. Curse Immune. Das ist die einzige Flaske, die ich austauschen kann. Oder austauschen möchte. Weil die anderen von den Werten her zu relevant sind. Ach komm, wir machen das jetzt einfach hier. Zack. Hier müsste locker irgendwo am Anfang ein paar Gegner stehen. Hoffe ich doch mal. Für das Gebiet. Ja. Ich werde auch wieder. Eigentlich für 51 Charges, das wäre schon sinnvoll. Oder 40, wenn ich das dann die zweimal aktivieren kann. Dann haben wir 31. 34. Wollte ich jetzt gerade fast aktiviert, aber dann hätte ich mich verprügelt. So. 38, wird nicht besser. Immer noch. Das ist auch gut zu wissen. So, diese Totem-Dinger oder die Curse-Dinger, die sich immer wieder beleben, die geben keine Flask-Charges. Das bedeutet, man kann sich nicht irgendwo in eine Dingens stellen und dann abwarten, weil man ja immer wieder so eine. Ich wäre gerade fast dumm gewesen. Hätte ich die ins Inventar gewesen, hätte ich glaube ich keine Charges mehr drauf gehabt. So, nochmal Golem, Full Life. So, wir haben jetzt hier die drei Dinger und hier die drei Portals. Und der Bossfight ist, der Bossraum ist relativ klein, das hat mich überrascht. Es gibt sehr große Bossräume im Yobalab und das ist glaube ich einer, der von der Größe wie im normalen Trial vorkommt. Das heißt, wir versuchen uns auf der linken Seite zu platzieren, weil die Fallen auf der rechten Seite spawnen. Jetzt an Roma sterben. Gib mir meine Keys. So. Zack. Haben wir's. Ah, ich war dämlich. Na gut. Ich hätte Twice Enchant benutzen können. Für zwei Enchants. Gut. Habe ich jetzt vergessen, aber das ist nicht schlimm. Ich mache sowieso noch ein paar Runs. Cleave Attack Speed. Das ist genau das, was man auf dem Curse Helm haben will. Geil. Zack. Warlord's Mark. Ability. So, wir haben jetzt 5 Treasure Keys, müssen wir haben. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, es ist ein perfekter Run. Weil ich habe irgendwo gehört, man kann die extra Treasure Key Prophecy nicht mehr kriegen. Das wusste ich nicht. Hat mir jemand gesagt, ist auch jetzt keine offizielle Information. Müsste man mal nachgucken. Aber ich denke, 1, 2, 3. Ich würde ja alle außen aufmachen, aber das geht nicht. Deswegen mache ich alle innen auf. Schon mal interessant aus. Können wir jetzt noch eine sinnvolle Kiste? Ich glaube, das ist ein Nein. Egal. So, also wir haben 2 Treasure. Ne, eine Kiste mit Treasure. ZZ. So. Wir haben eine. Wer ist denn die Kiste?
ackern ist. Kiste? Keine Ahnung. Bekommen zwei Dingenskisten. Zwei, wie heißt das denn? Jewelry-Kisten. Und zwei Item Level 75 Uncorrupted Kisten. Das bedeutet. Joa, weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Chaos Orbs bekommen, aber an sich. Oder warte, wir können mal schauen. So, zack. Es ist übrigens leichter, das aufzuheben, wenn man Z drückt, weil man dann nur die Orbs anklicken muss. Ich habe. Das ist ein Chaos Orb, das ist ein Chaos Orb. Das sind vier Chaos Orbs. Das ist Scrap. Die Todesrolls. Was haben wir hier? Das ist useless. 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 Crap. Crap. Critical Strike Chance, Increase Armor, Increase Area Damage. Das ist alles ziemlich crappy. Mal gucken. Projectile Damage. Attack Speed with Claws, das ist Projectile. Egal. Multi. Das ist definitiv Frostblades, aber. Na gut, vielleicht spielt jemand ja Claw Frostblades. Und ja, und ich würde sagen, das war der perfekte. Nennen wir es perfekt. Auf dem zweiten Anlauf. Perfekter Itzaro auf dem zweiten Anlauf-Run. Mit 5 Treasure Keys, 2 einfachen Bossfights, Argus und einer Lockbox. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.